Sure thing. Mein nächstes Video, das was ich auch mache, ist über die 1962. Ich weiß, das sind viele ja Diskussionen, dass die 1962 kein Weitschusspatron ist. Ist sie nicht, aber 300 und 400 Meter ist eh kein Weitschuss. Und in diesem Video werde ich euch zeigen, wie ich meine 1962 auf die Entfernung verwende. Ich habe hier meine Remington 700, ist semi-custom, hat einen Bevan King Lauf, Bellinghausen Schaft und einen Timney Abzug. Das Zyphonrohr, das habe ich gerade vor kurzem hab ich mir das montiert. Das ist ein Vortex Viper. 2,2 bis 10 mal 44. Super Zyphonrohr. Hat er beleuchtete Absehen. Ist gut, wenn man im dichten Busch jagt, wo es wegen Fenster ist. Und ich schieße das 232-körnige Oryx-Geschoss mit der Waffe. Ist ganz einfach, wie bei allen meiner Waffen. Ich benutze die Zyphonrohr-Türme zum Adjustieren für die weiten Schüsse. Ganz einfach. Wie schon vorher gesagt, die Ladedaten, die was ich habe, und wenn ich die V0 weiß und den ballistischen Koeffizienten des Geschosses, das gebe ich ein in meinen Computer, habe ich einen Anhaltspunkt. Die Waffe wird eingeschossen auf 100 Yards. Und dann habe ich die Verstümmelmöglichkeiten mit den Zyphern bis 800 Meter mit der Ladung, aber so weit schieße ich mit der nicht. Das ist eine 8,5 Pfund schwere Bierspitzen. Ideal, die geringe Vergrößerung für die kurzen Entfernungen und die 10-fache Vergrößerung nehme ich halt dann für die weiten Schüsse. Ihr werdet sehen, dass die Waffen bis 400 und 500 Meter leicht zum Brauchen ist, wenn man weiß, was man tun muss, dass man aus die Empfehlung rauskommt. Ja, werden wir sehen, wie es tut am Schießplatz. So, eigentlich ist es ganz leicht. Wir schießen auf einen Frischling auf 400 Yards. Ich schaue einfach in meine Ballistik-Tabelle rein. 400 Yards ist 9 mmol. Ich stelle das ein im Zyphonrohr.
Schauen wir es durch.